Ja, Wolfram, ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben und ich habe mir im Vorfeld so überlegt, was sind denn deine Themen, deine Herzensthemen? Und ich habe mir eher ein großes Thema ausgesucht, von dem ich glaube, dass du dich schon lange damit beschäftigst. Und du weißt es jetzt gar nicht, deswegen ist es jetzt auch für dich spontan, nämlich die Frage, was hält die Welt im Kern zusammen? Ja. Und ich habe dich immer so erlebt, dass du gerade mit diesen großen Fragen auch vielschichtig und differenziert umgehen magst, auch damit ringst. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das ein schöner Anlass, da nochmal so ein bisschen einzusteigen, was dich beschäftigt damit. Findest du dich da wieder Ja, in dieser sehr. Beschreibung? Das ist das, was mich Zeit meines Lebens beschäftigt, solange ich denken kann. Und ich habe verschiedene Versuche gemacht, diese zu lösen, bis ich jetzt hatte ich zwei Antworten. Gerade die eine war, bis ich drauf kam, dass es keine Lösung gibt. Und die zweite war, dass ich sie jetzt habe. Jetzt wollen wir ja auch so ein bisschen über dein Wirken hier am ISB damit und darüber auch sprechen. Was ist denn aus deiner Erfahrung und aus deinen vielen Jahren Arbeit das, was Organisationen im Kern zusammenhält? Menschen. Also das Erste, was mir einfällt, sind Menschen. Und da teile ich manche der Organisationsmodelle nicht. Luhmann würde, ne, würde sagen, es sind die Funktionalitäten oder so, wo ich sage, das ist auch ein Teilaspekt, was abgebildet wird. Aber ohne Menschen gibt es das Ganze nicht. Also es gibt keine Strukturen ohne Menschen. Sie sind immer Menschen gemacht und sie sind immer Menschen beseelt. Oder eben leider nicht mehr Menschen beseelt, dann werden sie eben unmenschlich. Es braucht beides. Es braucht, ne, gute Strukturen, die Menschen ermöglichen, ne, ihr, was sie immer einzubringen haben, gut einzubringen. Aber das allein wird es auch nicht sein. Wenn du jetzt auf dich und deine ja, vielfältigen Rollen auch als Berater, als Organisationsbegleiter, als Lehrtrainer hier schaust, was hat es dann für dich damit auf sich, hier mit Menschen zu arbeiten? Also wie bringst du es dann in deine Arbeit zusammen? Mein Beitrag hier ist, Menschen einzuladen, ihr das, was sie mitzubringen haben, nämlich ihre Person und Persönlichkeit und persönlichen Neigungen, Fähigkeiten, Entwicklungsbedarfe, Visionen, darüber so gut Bescheid zu wissen, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie sich in einer Organisation Funktionen oder Rollen übernehmen. Und das stimmt, mein Fokus ist immer auch, ist immer der Mensch. Natürlich der Mensch in seinen beruflichen Rollen, in seinen beruflichen Kontexten, in seinen organisationalen Strukturen. Aber wenn man das polarisieren würde, Organisation und Mensch, dann würde ich sagen, ich bin immer mehr auf der Seite des Menschen und schaue etwas kritisch auf die Versuche, Menschen zu, ja, ich bleibe mal kritisch, zu instrumentalisieren für bestimmte Organisationszwecke. Und der Teil wird ja, also so wie du es gerade formuliert hast, gut zu dem passen, wie du vorhin das Funktionieren von Organisationen beschrieben hast. Denn wenn sie bestmöglich wissen, was ihr Beitrag sein kann, zu dem auch nicht Funktionierenden, damit es funktioniert, dann bist du eben wieder beim Thema Insofern, ne, Mensch. ist zum Beispiel das Passungsmodell eins, wo ich sage, ja, da bin ich sofort dabei und, ne, auf alle Passungen zu gucken. Ne, Organisation zur Aufgabe, die da zu erledigen ist, Mensch in sich und dann, wie passt es günstigerweise so zusammen, dass die sich nicht mehr schädigen als nötig. Im Gegenteil, also eher sich gegenseitig anreichern. Da fällt mir natürlich auch das Stichwort Genius ein, Geniusarbeit. Ja, das ist eines meiner Lieblingsmodelle. Ich formuliere das öfter mal so, jetzt etwas prägnant zu sagen: Wir haben heute einen halben Tag, damit ihr rausfindet, wofür bist du auf der Welt. Das glaube ich natürlich auch nicht so. Also ich weiß, es ist ein Modell und so weiter. Aber ich erlebe immer wieder, dass mit durch diese Brille, also was ist mein tragendes Lebensmotiv, Menschen sich sehr gesehen fühlen und dieses, was der Dick Richards da erzählt, also diese Mischung von zutiefst gesehen und Energieschub, dass das im Vollzug tatsächlich passiert. Und dass man sehen kann, wenn jemand auf diese Weise beseelt ist,
dass das eine gesamtorganisierende Wirkung hat. Dass ich sage, es ist wie so ein Polarstern, also ein Kompass, der mir hilft, mich auszurichten. Ja, und das erledigt nicht die Detailaufgaben, auf welchen Bühnen mache ich das wie und so. Aber ich habe mal so eine Grundrichtung, wo ich sage, da geht es für mich auch leichtgängig. Da ist alles, was ich mitgekriegt und gelernt habe, ist da gut aufgehoben. Jetzt so mit Blick nach vorne, 10 Jahre nach vorne geschaut, wohin wird sich Beratung und Coaching entwickeln aus deiner Sicht? Ja, doch habe ich eine Hypothese, die heißt, es wird wieder analog werden. Also ganz schlicht. Also je mehr das jetzt mal auf dieser Seite schwingt und man probiert es jetzt mal aus, desto mehr wird man sehen, was einem fehlt. Und desto wichtiger wird wieder werden, dass es analoge Formen der Zusammenarbeit und Begegnung gibt. Wäre meine Hypothese. Also wie so ein Pendel, was Ja, so. genau. Und wenn du auf deine Arbeit guckst, was denkst du? Was wird dich in den Wo nächsten bin ich in Jahren, 10 ja, Jahren? was wird dich beschäftigen, auch in den 10 Jahren als Berater, als Coach, mit deinem Beitrag? Ja, mein Genius heißt ja Himmel und Erde verbinden. Und da habe ich das Gefühl, bin ich auch richtig. Also, das ist ein metaphorischer Ausdruck, aber es ist auch einer, der das doch ganz gut trifft. Also diese verschiedenen Welten, von reiner materielle Orientierung und spirituelle Orientierung, ne, das nicht als Gegensatz zu lassen, ne, sondern zu sehen, was gibt es da alles an Verbindungen. Ja, und das Bild ist schön, also das Himmel und Erde verbinden, vielleicht ist ja genau das Verbindende das, was die Welt auch zusammenhalten wird. Also wir könnten, glaube ich, noch lange Ja, ich sprechen. finde, Das ist schön. schön mit dir. Vielen Dank. Gerne. Sehr anregend. Thank you.